Der Chapf ist ein steil abfallendes, stark zerklüftetes Felsband. Bis 2001 thronten dort zwei instabile Felspfeiler 900 Meter hoch über der Grimselstraße. Hinter den zwei Felspartien taten sich zunehmend größere Klüfte auf. Offensichtlich kippten sie allmählich talwärts. Gegen 300.000 Kubikmeter Fels drohten abzustürzen, Straße und Stromleitungen zu unterbrechen, sowie die Aare aufzustauen. Die Aufgabe der Sprengexperten der Gasser Felstechnik AG war delikat. 150.000 Kubikmeter absturzgefährdeter Fels sollten gesprengt werden. Es wurden umfangreiche Vorarbeiten unmittelbar auf den Felspfeilern notwendig. Sämtliche Material- und Personentransporte mussten per Helikopter erfolgen. Es galt, 156 Bohrungen zu erstellen, wobei die einzelnen Sprenglöcher bis zu 95 Meter tief sein mussten. Die Bohr-Equipen aus zwei Dutzend am Seil gesicherten Spezialisten arbeiteten im Durchlaufbetrieb. 7 Tage die Woche, fast rund um die Uhr. Übernachtet haben sie in einer dafür erstellten Unterkunft auf der Baustelle. So konnte auch bei Nichtflugwetter gearbeitet werden. Der Boden unter den Füßen der Arbeiter war nur scheinbar fest. Stunde um Stunde bewegte er sich ein Stück talwärts. Die Baustelle wurde deshalb ununterbrochen mit Sensoren überwacht. Drehlichter und Sirenen hätten gewarnt. Der Erfolg der Großsprengung hing vor allem davon ab, dass die Ladungen an der richtigen Stelle platziert, gleichmäßig verteilt und exakt dosiert werden. Das gelang im schwierigen Gelände durch eine Bohrlochvermessung. Der Verlauf der Bohrlöcher wurde so ermittelt und in ein digitales Modell übertragen. Das Modell diente dann der Bestimmung der Sprengparameter für jedes einzelne Bohrloch. Heute ist der digitale Abgleich zwischen Plan und Gebautem ein beherrschendes Thema rund um die Digitalisierung der Bauwirtschaft. Im Jahre 2001 ein pionierhafter Ansatz. Mit starken Niederschlägen entwickelte sich die Baustelle zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Während der Ladung der Bohrlöcher nahmen die Felsbewegungen an einigen Messpunkten bedrohlich zu. Dennoch konnten die Vorbereitungen abgeschlossen und die Zündleitungen zusammengefügt werden, pünktlich zum Sprengtermin. Neben 300 geladenen Gästen und Medienleuten trafen weitere rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den eingerichteten Publikumsbereichen ein. Fünf lange, gefolgt auf drei kurze Hornstöße, kündigten die Sprengung an. Am 4. Oktober 2001 um 15 Uhr kam das Kommando zur Zündung. Rund 20 Tonnen Sprengstoff detonierten phasenweise, von vorne nach hinten. Nach der ersten Zündung folgten innerhalb 4 Sekunden weitere 155 Detonationen. Also ich kann nur von hier sagen, oder? Das Ganze. Und das ist verhältnismäßig schwierig, weil man die Tiefe nicht sieht. Das eine ist, was ich sicher sagen kann, der obere Teil sieht gut aus. Oder? Und auf der linken Seite, auch, was mir noch klar ist, hier im unteren Bereich, wie viel das effektiv vorkommt. Das nimmt jetzt eben Wunder, was der Heli an sich gezeigt hat. Trotz des ausgeklügelten Vorgehens verharrte im Gefahrengebiet eine standhafte Felspyramide. Die Erwartungen an die Sprengung wurden dennoch erfüllt. Denn die unmittelbare Felsabsturzgefahr war gebannt. Die verbleibende Felspyramide sollte in einer zweiten Großsprengung entfernt werden.
Nach Felssicherungsarbeiten zum Schutz der Baustelle wurde ein 45 Meter hoher Treppenturm in der Felswand errichtet. Das Team erstellte insgesamt 102 anspruchsvolle Bohrungen von den Arbeitsplattformen auf der Felspyramide aus. Mitten in der Felswand leisteten die Sprengexperten sowohl Präzisions- als auch Schwerstarbeit. Am 20. August 2002 folgte die zweite Großsprengung am Chapf, welche über 100.000 Kubikmeter Gestein mobilisierte. Nur Stunden danach konnte der Verkehr wieder rollen. Die Gefahr größerer Abbrüche war für die nächsten Jahrzehnte gebannt. Für die Gasser Felstechnik AG waren es 2002 die bis anhin größten und auch komplexesten Sicherheitssprengungen. Medial betrat die Firma damit nationales Terrain. Und im Markt etablierte man sich mit der erfolgreichen Bewältigung dieser Herkulesaufgabe nachhaltig als Nummer 1 der Schweiz für Sicherheitssprengungen.